Super. Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zu einem Game, das wir seit 4 Jahren nicht mehr hatten. Denn das Ganze nennt sich hier, siehst du vielleicht schon, Bowling Evolution. Das Ganze habe ich das letzte Mal gezockt, als ich noch, ja, so wie viel, aber dann hatte ich da, ich glaube, so um die 50, habe ich ja mal kurzzeitig einen eigenen Gaming-Kanal gehabt. Und ja, ich habe das Video gerade mal offen. Das letzte Video, Bowling Evolution, kam auf dem Let's Play-Kanal am 23.11.2013. Und da würde ich sagen, da wird mal wieder Zeit, dass wir das uns nochmal angucken. Die Version ist immer noch 2.1, also viel hat sich da nicht getan. Aber ich würde sagen, wir erstellen trotzdem mal einen neuen Spieler. Auf mehr. Ist aber noch die unregistered Version, also die unlizenzierte Version. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding zu kaufen würde ich jetzt nicht. Ist ein ganz so gutes Spiel so nebenbei, aber kaufen würde ich es nicht. Also wir haben hier nur das 10-Pin. So, haben wir auch nur das. Jetzt kriege ich auch noch eine E-Mail. Super. Hier können wir nur die ersten zwei auswählen. Ich nehme mal hier die hier. So, dann jetzt hier eine Kugel bzw. den Ball. Und ja, ich weiß, dass das eigentlich Ball heißt. Die Bowling-Kugel. Die oder die. Ich nehme mal nur dann. So, und den Highscore brauchen wir nicht. Oh, würde ich sagen, hauen wir einfach mal rein. Und so, das haben wir geschafft. Video zu Ende. Tschüss. Nein, natürlich nicht. Ich kann euch nachher, wenn wir fertig sind, mal einen Screenshot von dem Video einblenden, wie ich damalige Zeit so gespielt habe. Das ist immer richtig gut. Und ja, ich habe, wie man es vielleicht links sieht, mit der lokalen Höchstpunktzahl ein bisschen geübt, bevor ich hier jetzt aufgenommen habe, aber nicht viel. 123 ist auch nicht sonderlich viel. So, kriegen wir die noch weg? Das müsste eigentlich so anspinnen. Naja, fast. Fast. Okay. Versuchen wir es nochmal. Hopp. Oh. Super. Unten rechts sehen wir im Übrigen auch so eine Einblendung, welche Pins das noch stehen. Und ich glaube, die zwei kriege ich nicht weg. Oder? Fast. Aber ich habe eigentlich, ja, so ein bisschen, ja, ich kenne mich so ein bisschen mit Bowling aus, dass die Dinger schon eigentlich unmöglich sind, dass du die wegbekommst. Aber, naja, wir haben ja noch was Gutes draus gemacht. 74 aktuell, jetzt 75. Wenn das gezählt, ich glaube, da ist doch immer, wenn du jetzt spielst, wird das doppelt gezählt oder irgendwie so. Auf jeden Fall weiß ich, dass es beim Bowling irgendwie auf jeden Fall spezielle, upsala, der war ein bisschen weit rechts. Auf jeden Fall spezielle Rechenregeln gibt. Wer sich damit auskennt, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay, das war gar nicht. Wo sind wir? 88. Schaffen wir die 100? Ja, die sind leicht. Haben wir nur noch 12. So, 9 haben wir schon mal. 97, also ich denke die 120 oder so an, das wann wir noch hinkommen. Zumindest. Hauen wir hier mal rein. So geht das. Was ich auf jeden Fall ein bisschen schade finde an dem Spiel ist, gut, ihr habt jetzt eine Hintergrundmusik, aber hier ist eigentlich nichts. Hier ist Leere. Ab und zu die Pins, die fallen. Aber sonst nichts. Ich mach mal, ich hau die mal weg. Und dann bin ich jetzt mal so, ich mach jetzt mal die letzten drei Dinge und sag mal gar nichts. Und dann könnt ihr euch mal anhören, wie der Spielsound ist. Also, ich sag jetzt mal, jetzt ab jetzt nichts. So, also ihr habt gehört, viel gibt es hier im Hintergrund auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, wir hauen wieder die Hintergrundmusik wieder rein. Ich schreibe mir das hier mal ganz kurz auf. Wir sind bei Minute 4
Ja, okay, machen wir mal 4-3 Sieg. Damit ich das dann halt im Schnitt wieder finde. Deinen Namen eintragen. Jo, Highscore online speichern. Ja, nur zu. Okay, darf ich gar nicht. Gut. Nochmal spielen. Nein. Wir können mal so. Ja, wir sind bei 5 Minuten. Ein bisschen machen wir noch. Bowling Evolution, Ballkontrolleinstellungen. Ja, darf ich eigentlich Online-Games hier zocken? Start. Okay, guck mal, ich habe hier einen Account. Was ist das Passwort? Okay. Hatte schon Angst, das Passwort angezeigt. Und dann heißt es, okay, ich darf scheinbar nicht. Da muss ich hier, ja. Ist inaktiv, muss Training Online Games, Gebreitet, Active Player Account. Ja, super. Aber ich war hier unten schon mal drauf, da kann ich mir scheinbar keinen mehr erstellen, weil es anscheinend nicht mehr so gepflegt, das Spiel hier. Gut, dann würde ich sagen, ja okay, 45 ist jetzt nicht ganz so lang, aber ich würde trotzdem mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Link zum Game, wer selber mal so ein bisschen rumbowlen will, ist in der Beschreibung unten. Moment, ich wollte noch gucken, was hatte ich denn damals so? Ich habe ja das Video auf dem zweiten Monitor gerade nochmal offen und ihr seht es dann nachher im Schnitt erst, wenn ich dann einspiele. Da hatte ich 116. Und was hatte ich hier jetzt gerade? 120. Beziehungsweise, ich guck mal, 165. Ja, das ist schon einiges besser. Gut, dann würde ich nochmal sagen, ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, komme ich hier mit Escape raus. Ich will hier raus. Ich will hier... Okay, das hatte ich, glaube ich, aufgehangen. Gut, aufgehangen hat sich's. Dann würde ich sagen, beenden wir das Video. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.